So wird der eigentliche Great Reset aussehen. Damit herzlich willkommen zu einem der wohl wichtigsten Videos hier auf dem Erfolgskanal. Wir schauen uns die wichtigsten Punkte der Agenda 2030 an und schauen hinter die Fassade. Und dabei hat es James Ricards mit mehreren Punkten, die knallhart die Wahrheit aussprechen oder zumindest auch die wahren Beweggründe für diese Agenda 2030 sehr, sehr gut zusammengefasst. Bleibt bis zum Ende dran, es wird extrem spannend, denn diese Punkte zeigen, was hinter den Deckmäntelchen des Umweltschutzes, der grünen Politik und im Endeffekt der scheinheiligen Sozialismus-Gedanke, was da eigentlich dahinter steckt. Der soziale Gedanke, der fehlt nämlich bei diesen Punkten komplett. Worüber hat James Ricard sich ausgelassen? Es geht um den Great Reset. Wir alle wissen, dass wir in der nächsten Zeit eine große Veränderung anstehen haben. Es sind sehr, sehr viele Gruppen, die aufeinander kommen. Es sind einmal die Konservativen, die sich im Endeffekt die gute alte Zeit zurückwünschen. Es sind die grünen Anhänger, die momentan Umweltschutz und Tierschutz über alles stellen. Und es sind im Endeffekt auch diejenigen wie du und ich, die im Endeffekt auch sich ein grundsolides Leben wünschen, Normalität wünschen und vor allen Dingen eben einen ganz normalen Lebensstandard genießen möchten, ohne enteignet zu werden, ohne Steine in den Weg gelegt zu bekommen und endlich mal eine Politik, die wirklich an den kleinen Mann, an die kleine Frau denkt und eben nicht über das Hintertreppchen sozusagen sich selber bereichert und im Endeffekt nur der Wirtschaft oder eben anderen Dingen dienen möchte. Und das ist genau das, was wir momentan sehen. Worüber hat James Ricards berichtet? Er geht davon aus, dass es wie eine lange Dominokette sein wird. Es ist momentan so, dass wir diese Pandemie mit den ganzen Konsequenzen noch sehr, sehr lange spüren werden. Und er geht als erstes von extremen Umsatzrückgängen in der Wirtschaft aus. Wir sehen das momentan, außer die Baubranche, die können wir tatsächlich ausklammern, die ist nicht betroffen. Es wird so viel gebaut wie noch nie, aber es brechen auf der anderen Seite für ganz, ganz viele Branchen Umsätze in Milliardenhöhe weg und hier wird im Endeffekt nur mit lächerlichen Soforthilfen entgegengewirkt, die im Endeffekt einen Bruchteil davon darstellen. Das heißt, man hat hier durch die Umsatzrückgänge einen Riesenverlust bei den Unternehmen und das jetzt schon seit über einem Jahr. Und wir wissen alle, ein Unternehmen hat zwar Reserven, aber es kann nicht so lange diese Durststrecke überbrücken. Und deswegen wird es laut James Ricards bei diesem Great Reset in der nächsten Zeit zu massiven Insolvenzen und natürlich auch zerstörten Existenzen kommen. Gerade auch wir kennen im Bekanntenkreis, und das würde uns auch interessieren, ob du da auch schon Erfahrungen gemacht hast, sehr viele Solo-Selbstständige, sehr viele Unternehmen, die vor dieser Krise sehr, sehr gut aufgestellt waren, einen wichtigen Beitrag geleistet haben, teilweise 50, 60 Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiter beschäftigt haben und jetzt sind 50, 60, 100 Mitarbeiter arbeitslos, weil sie einfach diesem Druck nicht mehr standhalten konnten durch die ganzen Auflagen. Das ist momentan das, was wir in Deutschland sehen, zerstörte Existenzen und alleine eine Existenz, die dadurch zerstört wird, ist eine zu viel. Also wir haben dort massive Probleme. Enorme Massenarbeitslosigkeit ist die Folge. Laut James Ricards könnte es zu einer Abwärtsspirale kommen, in der die Unternehmen so unsicher sind und vor allen Dingen auch die Handelspartner sich eben nicht mehr gegenseitig trauen, weil wenn natürlich ein Unternehmen eben schon ein Zombie-Unternehmen ist, kurz vor der Pleite steht, vielleicht noch Geschäfte macht, dann ist einfach jeder froh, wenn er sein Geld noch irgendwie rettet und das ist dann im Endeffekt so wie in der Finanzkrise 2008, 2009, da kam es eben zu diesem Crash auch deswegen, weil sich die Banken nicht mehr untereinander getraut haben und genau das könnte natürlich bei den Unternehmen in der freien Marktwirtschaft ebenfalls passieren, aufgrund dessen, dass der Staat hier einfach nichts unternimmt oder zumindest eben auch die Zentralbank denkt, man könnte das mit Gelddrucken lösen, was nicht funktioniert. Und dadurch, durch die Massenarbeitslosigkeit, klar, sinkende Haushaltseinkommen. Die Leute werden entlassen, sie kriegen kein Gehalt mehr. Das heißt, wir werden viele Insolvenzen, auch Privatinsolvenzen sehen, weil sie ihre Darlehen nicht mehr zurückzahlen können für die vollkommen überteuerten Immobilien momentan. Wir haben natürlich auch hier
weniger die in die Renten einbezahlen können. Und das ist der nächste Dominostein. Auch die Rentner werden dann sehen, dass es in Zukunft Rentenkürzungen oder eben sogar auch Verschiebungen für zukünftige Rentner in das hohe Alter geben wird. Dann dürfen wir eben noch bis 75 arbeiten oder 73, um diese Lücke wieder zu schließen. Das heißt, es betrifft uns momentan alle, das, was momentan da auf uns zukommen könnte. Zugegebenerweise ist es ein düsteres Szenario, was James Ricards hier auch ausführt, aber man muss auch da etwas realistisch bleiben. Wir haben hier momentan viele Anzeichen darauf und viele Experten, die eben auch von einer der größten Wirtschaftsrezessionen aller Zeiten sprechen. Das kann natürlich dazu führen, dass im Endeffekt die Leute auch kein Geld mehr für Aktien haben und alles liquidieren, was im Endeffekt nicht bei drei auf den Bäumen sitzt. Und das könnte wiederum dazu führen, dass natürlich den Unternehmen Geld entzogen wird, dass es auch sinkende Investitionen gibt. Also auch das lähmt natürlich die Wirtschaft extrem. Viele, die dann auch nicht mehr den Umsatz generieren wie vorher, keine Investitionen tätigen, wo es nur noch ums Überleben geht, da wird es auch eine steigende Verschuldung geben. Und diese Stufe haben wir jetzt mittlerweile auch schon erreicht von Staat, Ländern und Städten, die sich momentan grandios neu verschulden. Und wir wissen alle schon, das ist im Endeffekt so wie ein unmögliches Fass ohne Boden, weil wir wissen, wir werden diese Schulden niemals zurückbezahlen können, geschweige denn die Zinsen, falls es mal irgendwann mal wieder Zinsen geben sollte. Das ist aber jetzt in der jetzigen Zeit kaum denkbar. Kreditausfälle werden die nächste Konsequenz sein, die im Endeffekt aufgrund von zu erhöhtem Risiko, was die Banken eingegangen sind, bei jungen Familien für Häuser oder eben auch bei maroden Unternehmen, das wird im Endeffekt als nächstes kommen. Durch diese Kreditausfälle wird es dann zu einer schweren Bankenkrise kommen. Und wenn natürlich die Banken erstmal runterfallen und man sieht, dass vielleicht die Einlagensicherung nicht ganz so stark ist, wie immer wieder behauptet, denn wenn mal alle Banken pleite gehen sollten, dann reichen da auch nicht diese 100.000 Euro pro Einleger, aber es wird dazu führen, dass es zu einem Bankenrun kommt und das wiederum laut James Ricards führt zu einem kompletten Unmut und sicherlich auch zu einem Fall des aktuellen Systems. Dann wird es die geben, die eine Revolution starten werden, weil natürlich in solchen Phasen auch mit extremen sozialen Verwerfungen gerechnet werden kann. Also wir hatten ja schon ein Video hier von James Ricards, wo er tatsächlich auch einen Bürgerkrieg jetzt nicht unbedingt ausschließen möchte als schwarzes Schwan-Szenario. Also du siehst, es ist momentan brandgefährlich, was dort auf uns zukommen kann. Mich würde es interessieren, wie denkst du über diese Punkte? Ist das Ganze zu heftig? Ist das Ganze zu düster? Gibt es eventuell noch Rettung in dem Sinne? Oder eben, was können wir auch tun, um uns vor so einem Szenario selber zu schützen? Denn das ist natürlich ein Punkt, wo ich ihm auch recht gebe. So gut sind wir momentan definitiv nicht aufgestellt, gerade auch in der deutschen Wirtschaft. Man hat das Gefühl, im Endeffekt gerade auch im Ausland, China kauft momentan wie verrückt uns alles auf. Die guten Unternehmen, die verlassen Deutschland. Die Reichen sind auch schon in Steuersparmodellen, sage ich mal, verwickelt sicherlich, wo es dann im Endeffekt auch nicht mehr darum geht, da irgendwie groß die Steuern an die Reichen zu vergeben, sondern im Endeffekt werden alle möglichen Umsetzungen wie Steuererhöhungen sicherlich wieder bei einem hängen bleiben und das ist der normale Bürger. Mich würde es im Endeffekt auch interessieren, wie du dich vor diesem aktuellen Szenario schützt. Was machst du mit deinem Vermögen, beziehungsweise welche Folgen wirst du hier sage ich mal, sehen und wie schützt du dich davor? Das würde uns sehr weiterhelfen, in der Community darüber zu diskutieren und dementsprechend, ich freue mich auf dich hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm.
Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.